Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wieder auf der Dürrenrot. Und zwar habe ich gerade schon mal wieder hier unten, vorhin hatte die Presse Jonas geliehen, beziehungsweise Ben, der mir dabei Jonas pressen konnte. Genau. Und dann pressen wir jetzt direkt mal noch die Strohballen und auch unten wahrscheinlich gleich noch die Silageballen mit. Hört sich nach einer guten Idee an. Das machen wir so. Und dann werden wir die vielleicht noch sammeln. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Genau. Sind zwar noch Jan, Ben und Jonas auf dem Server und auch im Talk, aber die labern alle nur Scheiße und sind laut. Kann man also nicht in der Folge zeigen, deswegen, ja. Letzte Folge waren sie zwar auch schon da im letzten Teil, aber das wird wahrscheinlich dann eh Timelapse gewesen sein. Ja. Dann fahren wir mal pressen. Justin ist nicht da. Der ist ein Keck. Ja, dann schauen wir mal, wie es so aussieht. Soweit ich weiß, hat Justin hier unten an der Kuhweide noch nicht gepresst. Deswegen machen wir das jetzt mal direkt kurz, damit das auch weg ist. Solange wie jetzt eh noch Gras drin ist, dann passt das ganz gut aufeinander. Schauen wir mal, was er hier zusammen. Also Justin, wenn du das hier siehst, du bist ein fetter Keck. Warum machst du so schmale Schwaden, statt dass du das damit drauf schwadest? Also da schwad ja ausnahmsweise sogar ich besser. Und das ist nicht immer der Fall. Naja. So, sehr gut. Und einmal weg. Und dann gehen wir noch das Stroh pressen. Genau. Was wir natürlich vorhin frisch gedroschen haben. Und dann wird es ans Ballen sammeln gehen. Das wird ein riesiger Spaß. Yibi. Burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. So, dann fahren wir mal direkt noch zum nächsten Feld, noch die 29. Und dann kann auch schon das Stabbeln losgehen. Yeah,
Beziehungsweise vielleicht tun wir ja auch noch vorm Sammeln das Gras einmal noch einsammeln, was oben auf der Bergwiese liegt, was mir auch noch. Das hat Justin, glaube ich, auch noch dort liegen und noch nicht weggebracht. Müssen wir mal schauen. So, erstmal die Presse hier abkoppeln. So. Steht halt jetzt mal alles draußen. Stellen wir den hier erstmal kurz hin. Und schauen wir mal, wie wir weitermachen. Und zwar müssen wir die Ballen vom letzten Mal noch einfahren, die wir letzte Folge gepresst haben. Und weil Justin mit Gras einfahren beschäftigt ist auf der Bergwiese, ist Ben so freundlich und fährt sogar für uns die Ballen weg, damit ich sie nicht so cracked und das Gewicht runterklemmen muss. Sehr, sehr gut. Da kommt er doch schon. Mach die scheiß Dings runter. Nein, ich spieß dich auf. Don't you think we're done? Don't you think we're done?
Don't you think we're done?